dieser abgefahrenen Robbie Live Folge adoptiert mich tatsächlich eine Geisterfamilie. Oh mein Gott, das müsst ihr euch anschauen, denn ich lebe nicht nur bei der Geisterfamilie, sondern ich bekomme auch tatsächlich krasse Geisterkräfte. Was für ein Abenteuer wir erleben werden, oh Junge. Um das herauszufinden, schaut euch auf jeden Fall die Folge bis zum Schluss an und findet so heraus, welches Geheimnis wir als Geisterfamilie lüften werden. Hey meine Freunde, wow, willkommen zu einer neuen Folge, denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Oh ja, heute geht es um Spooky, beziehungsweise lerne ich heute die Familie von Spooky kennen. Oh, darauf bin ich echt gespannt. Nicht wahr, Spooky? Oh, ich glaube, der freut sich auch schon. Der ist echt aufgeregt. Guck mal. Oh, Spooky. Ja, genau. Also, heute lerne ich die Familie von Spooky kennen. Und tatsächlich wohnt die hier drüben. Das sind einfach meine Nachbarn. Da hinten in einem riesigen Villa. Und zwar ist das die Geistervilla. Oh, oh. Und da wohnt die Familie von Spooky. Let's go, Spooky. Komm, wir besuchen deine Family. Da bin ich mal gespannt, wie sie so drauf ist. Let's go. So, wir laufen mal rüber und schauen mal, was die Familie von Spooky so treibt. Oh, ich bin so aufgeregt. So, komm, Spooky, komm. Komm, schnell. Der kleine Spooky. Oh, der macht so hin. Komm, laufen wir einfach rüber. Das ist praktisch. Wir brauchen gar nicht so lange zu fahren. Sondern die sind nämlich direkt hier drüben. So, let's go. Oha, oha. Mal schauen, wie das wird, ey. Oh, Junge, die Familie einfach von Spooky kennenlernen. Oho. Okay, komm, Spooky. So, der gute Spooky kommt. Er beeilt sich schon. Komm her, Spooky, let's go. So, schau mal. Oh mein Gott, schaut mal. Das sind wohl die Eltern von Spooky. Spooky, komm, du musst mich vorstellen. Okay, Spooky, komm. Nicht verschwinden, Spooky. Nein, Spooky. Oh nein, ich glaube, er hat Angst. Komm, Spooky, nicht so aufgeregt sein, okay? Bitte stell mich vor, deine Familie, okay? Komm, Spooky. So, okay, das sind also die Eltern von Spooky. Okay, hallo. Ich bin Ben, hallo, guten Tag, Frau Spooky und Herr Spooky, der kleine Spooky, der lebt bei mir, genau, Oh, hallo Ben, wir haben schon vieles von dir gehört, der gute Spooky erzählt uns immer tolle Sachen von dir, er sagt, er fühlt sich sehr, sehr wohl bei dir, das freut uns sehr zu hören, wir würden dich gerne für heute adoptieren, mein guter Ben, wie klingt das, da kannst du bei uns leben und du verbringst eine geistreiche Zeit. Was? Oh, okay, dann wäre ich dabei. Einmal als Geisterfamilie leben, bei der Geisterfamilie leben. Oh, da mache ich auf jeden Fall mit, Spooky, hast du gehört? Dann sind wir richtige Geister, dann sind wir beide Geister, okay? Oh, da muss ich mich ja selbst noch zum Geist irgendwie machen. Oh, wie mache ich denn nur das, ey? So, okay. Dann würde ich mich mal bei euch umschauen, okay? Wenn das in Ordnung ist. Das ist also eure Geistervilla, ja? So sieht also die Geistervilla aus. Okay, Spooky, dann suchen wir uns, würde ich sagen, ein Zimmer für mich aus, oder? Oh Junge, Alter, einfach bei der Geisterfamilie leben. Okay, ich gehe schon mal rein. So, oh krass, Spooky, oh mein Gott, Spooky, wie viele Zimmer habt denn ihr? Ist ja so viel, gell, Spooky, komm. Welches Zimmer gehört mir? Das oben, das ganz oben. Okay, ich schau mal. Oh Junge, einfach bei der Geisterfamilie leben. Oh, ich frag mich, ist der hier, Spooky, ja? Okay, das ist also mein Zimmer. Oh Junge, juhu, einfach ein Geisterbett. Okay, Spooky. Aber das Wichtigste ist ja, ich muss mich ja noch irgendwie umziehen, Spooky, damit ich aussehe wie ein richtiger Geist. Oh, das machen wir als erstes. Okay, Spooky, let's go. So, ich würde mich sagen, ich verkleide mich mal kurz. Schau mal, Spooky, was ich gefunden habe. Ich habe eine Geisterrüstung gefunden. Oha, da komme ich auf jeden Fall schon, glaube ich, ganz nah dran an einen Geist. Schau mal, Spooky, ich glow genauso wie du. Da sind wir auf jeden Fall jetzt ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fehlt da eine Sache. Ich sehe zwar nice aus mit der Geisterrüstung, da komme ich schon echt gut hin als Geist, aber irgendwie fehlt da was. Ich glaube, ich muss meine Haare weiß färben. Oha, ich glaube, das ist es. Wenn ich meine Haare weiß färbe, dann bin ich ein richtiger Geist einfach. Okay, Spooky, dann würde ich sagen, gehen wir rüber in die Stadt und ich färbe mir einfach meine Haare, okay? Dann passen wir richtig gut zusammen. Oh Junge, einfach zum Geist werden bei der Geisterfamilie. Uhu, das ist ja mal richtig cool. So, let's go, Spooky. Mr. und Mrs. Spooky, wir würden kurz in die Stadt gehen, ja? Und ich würde mir nämlich meine Haare färben. Schaut mal, ich habe eine Geisterrüstung gefunden, damit ich aussehe wie ein Geist. Gute Idee, Ben. Dann würde ich dir ein kleines Geschenk machen. Schau mal da drüben, bei der Hecke, ein Geistermotorrad schenken. Viel Spaß euch damit. Ein Geistermotorrad? Hast du das gehört, Spooky? Aber wo ist das Geistermotorrad? Ich sehe da kein Geistermotorrad. Siehst du ein, Spooky? Bitte hilf mir. Wo ist das Geistermotorrad? Das ist anscheinend unsichtbar. Ja, ich weiß aber nicht. Irgendwie müssen wir uns hier rantatschen. Irgendwo hier soll ein Motorrad stehen. Also hier ist irgendwie keins. Irgendwie so ein Geistermotorrad. Oh, ist hier. Schau mal, hier scheint irgendwas zu sein. Ich fühle da was. Irgendwas ist hier.
glaube, hier ist irgendwas. Spooky, bist du bereit? Ich glaube, ich habe das Geistermotorrad. Okay, ich setze mich drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe einfach... Oh, vielen Dank, Herr Spooky. Wir haben einfach ein Geistermotorrad geschenkt bekommen. Spooky, guck mal. Wie cool ist das denn? Oh, damit werde ich richtig immer krasser und krasserer Geist einfach. Guck mal, Spooky. Oh, dann passe ich ja in eure Familie perfekt rein. Da wurde ich nicht umsonst adoptiert. Let's go, Spooky. Damit fahren wir erstmal in die Stadt. Oh, wie cool ist das bitte? Oh, nice. Guck mal. Da kriegen die ganzen Bewohner hier in Bobby Live-Jahre das Fürchten von mir, wenn sie mich sehen. Schaut mal, einfach so ein Bobby, der schwebt. Oha, und der hat auch noch so eine Geisterrüstung an. Oh, Junge, ich glaube, besser kann es gar nicht werden. Schaut mal. Oh, einfach ein Geistermotorrad. Oh, Junge, wie cool. Damit fahren wir erstmal in die Stadt und erschrecken die Leute. Komm, Spooky, was hältst du davon? Das ist bestimmt richtig cool. Aber erstmal muss ich noch meine Haare färben. Oh, wenn meine Haare noch schneeweiß sind, dann sehe ich, glaube ich, noch gefährlicher aus für die Leute. Oh, dann werden sie sich komplett von mir erschrecken. Oh, das wird so cool, Spooky. Oh, ich liebe diesen Tag hier bei der Geisterfamilie zu leben. Oh, das macht richtig, richtig Spaß. So, komm. Oh, ich liebe das Geistermotorrad. Ich glaube, ich brauche... Oh, zum Glück habe ich sowas geschenkt bekommen, ey. Dieses Geistermotorrad muss ich dann bei mir zu Hause auf jeden Fall parken. Oh, Spooky, let's go. Fahren wir rüber. Oha, gleich werden sich wahrscheinlich die ganzen Leute erschrecken hier in der Stadt. Oha, oha, oha. Wie das einfach aussieht. Okay, Vollgas. Da vorne ist die links. Da muss ich die zum Haarefärben dahin gehen. So, hier ums Eck. Oh, das Motorrad muss man natürlich auch beherrschen. Weil ich weiß nicht, wo die Bremse ist. Ich sehe sie nicht. Hilfe. Oh, nein. Ah, hier drüben wären wir. Oh, zum Glück, ey. Oh, es ist ziemlich noch dunkel. Leider ist noch niemand hier unterwegs. Aber okay. Oh mein Gott. Ich darf nicht vergessen, wo ich das Motorrad parke. Wenn ich das irgendwo parke, sehe ich das nie wieder. So, okay. Also schön hier vorm Eingang geparkt. Okay, gut. Spooky, merkt ihr den Platz, okay? So, gehen mal rein. Ich färbe mir mal die Haare. Tada! Oh mein Gott, Spooky, schau mal, wie ich aussehe. Oha, mit meinen schneeweißen Haaren. Oh mein Gott, ich glaube, damit bin ich zum vollständigen Geist geworden, oder Spooky? Was hältst du davon? Oh mein Gott, ich sehe wirklich aus wie ein kompletter Geist. Oha, oha, Spooky, schau mal, bin ich nicht ein großartiger Geist? Oh Junge, oh Junge, oh Junge. Oh, damit bin ich auf jeden Fall ready, Spooky. Let's go, oder? Damit sind wir richtige Brüder. So, Spooky, ich bin jetzt auch ein Geist wie du. Juhu, okay. Wir schnappen uns wieder das Motorrad und fahren mal hier rum. Oh mein Gott, so, hier habe ich es geparkt. Ja, perfekt. Oh mein Gott, damit bin ich ein perfekter Geist. Spooky, schau mal, ich auf dem Motorrad. Oh, wie cool sieht das denn aus? Oh, mit dem Licht da vorne, das sieht ja richtig cool aus. Wir können auch so rufen. Wow, wie cool. Guck mal, oh mein Gott, guck mal, da ist ein anderer Motorradfahrer. Hallo, Sir. Oh, ich glaube, der bekommt Angst. Schau mal. Ich bin ein Geistermotorradfahrer. Haha. Oh, Junge. Schau mal, wie der schaut. Ich glaube, da kommt gleich Panik. Schau mal. Oh mein Gott. Ein Wobbly-Motorradfahrer und hier der Ben Geistermotorradfahrer. Oh mein Gott. Einfach in Wobbly-Life. Was passiert hier nur? Oh, ich glaube, der fährt weiter. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, dass er mich gar nicht gesehen hat. Bin ich etwa unsichtbar? Seitdem ich jetzt ein Geist geworden bin, Spooky, bin ich etwa komplett für alle unsichtbar. Oha, das heißt, nur du kannst mich sehen, Spooky. Oh, wie krass. Oh, das ist ja abgefahren. Oh, Spooky, das müssen wir deinen Eltern zeigen, Spooky. Oh, die Bremse. Oh, wie cool. Spooky, komm, lass uns wieder zu deinen Eltern fahren und denen zeigen, wie ich nun aussehe. Die werden sich bestimmt freuen, dass sie ihren adoptierten Sohn jetzt zum richtigen Geist einfach sich transformiert hat. Okay, fahren wir rüber zu deinen Eltern, Spooky, wieder. Oh, Alter, mit diesem Motorrad zu fahren. Oh, ein verrückter Geist ist unterwegs in Bobby Life. Oh, wie cool ist das denn? Schau mal. Wow, einfach ein Geist. Junge, da ist ein Geist. Oh, ein Geisterfahrer. Oh, Vollbremsung. Oh nein. Voller Drift rein. Schön gedriftet, Spooky. Let's go. Volle Kraft voraus. Oha. Schön auf den Gegenverkehr. Denn ich bin nämlich der Geisterfahrer. Let's go. Wow. Oh. Vollgas. Alter. Junge, einfach Motor. Alter, Geisterfahrer. Hilfe. Geisterfahrer in Wobbly Life. Wow. Junge. Alter, geht es ab. So. Oh, da wären wir schon, Spooky. So, deine Family wird sich bestimmt gleich freuen. Oha. So, Vollbremsung. Oh. Boah, das Motorrad. Ich sag's dir, Spooky, das war das beste Geschenk jemals, was ich jemals bekommen habe. So, oha. So, die Tore gehen auf. Komm, Spooky. So, immer schön nicht vergessen, wo ich parke. Am besten hier. Neben dem Busch. Boah, gutes Geistermotorrad. Oh, das ist richtig cool. Oh, habe ich das kaputt gemacht? Hallo, Motorrad, leben Sie noch? Ich glaube schon. Ich hoffe es. Okay, Spooky, schau mal. Hallo, Mr. und Mrs. Spooky, schauen Sie mal, was ich gemacht habe. Ich habe mich, glaube ich, jetzt komplett zum Geist transformiert. Schaut mal, ich habe jetzt nicht nur die Geisterrüstung, sondern habe auch schneeweiße Haare. Ich bin jetzt ein kompletter, vollständiger Geist hier. Oh Ben, das sieht ja wunderbar aus. Nun, da du ein vollständiger Geist bist, passt du perfekt in unsere Familie rein. Oh, wie wunderbar, Ben. Ich war, zusammen mit Spooky werden wir jetzt die krassesten Abenteuer erleben. Oh, ich bin so gespannt, ey.
Apropos Abenteuer, Ben. Ich hätte da tatsächlich etwas, was du für uns vielleicht erledigen könntest. Es geht dabei um ein seltenes Artefakt, was uns abhanden gekommen ist. Könntest du uns das eventuell zurückholen? Es geht um den Geisteranker. Diesen hatten wir in eine Höhle verloren. Und nun könntest du ihn wieder danach mal schauen, ob du ihn besorgen kannst. In irgendeine Höhle müsste er nämlich rumliegen. Es ist super wichtig, dass wir den wieder zurückbekommen. Oh, ein Geisteranker. Ja, na klar kann ich das machen. Zusammen mit Spooky kann ich das auf jeden Fall richtig gut erledigen. Oh, Ben, keine Sorge. Wir sind noch eine Familie. Wir halten zusammen. Daher kommen wir natürlich mit dir mit. Also gehen wir all zusammen los und suchen nach dem Geisteranker. Oh, krass, wie cool. Oh, da freue ich mich drauf. Wir zusammen, ein Familienausflug. Oh, Spooky, hast du das gehört? Einfach ein Familienausflug, wie cool. Let's go. Oh, da freue ich mich drauf. Juhu, juhu, juhu. Los geht's. Oh mein Gott, Freunde, ich kann es einfach nicht glauben. Ich bin noch komplett in der Geisterfamilie integriert. Oh, zusammen mit meinem Freund Spooky hier, meinem Haustier, meinem teuren Begleiter und seinen Eltern werden wir auf jeden Fall aufbrechen. Oh, Mama und Papa Spooky sind auf jeden Fall auch am Start. Und zusammen machen wir einen kleinen Familienausflug. Und suchen einfach den Geisteranker. Oh, ich kann es kaum abwarten. Junge, Junge, das wird so krass. Oh, Spooky, wie cool ist das denn, dass deine Eltern zusammen mit uns gehen? Oh, das ist ja mega gut, ey. Okay, Spooky, dann suche ich mal kurz hier mein Motorrad raus. Oh nein, wo habe ich mein Motorrad geparkt? Mein unsichtbares Motorrad. Hallo? Motorrad. Hier. Ich glaube, hier habe ich irgendwas. Hier. Oh Gott. Ich darf das auf keinen Fall aus den Augen lassen, ey. Okay. Gut, dann machen wir zusammen den Familienausflug. Mama Spooky und Papa Spooky, die sagt mir den Weg. Ich glaube, ihr meintet irgendwo bei einem Grabstätten. Irgendwo beim Friedhof müssen wir, glaube ich, hin, nicht wahr? So, okay, dann fahren wir mal los und machen einen gemeinsamen Familienausflug. Oh, wie cool. Oh, ich freue mich drauf, dass es so wunderbar klappt. Oh, das ist ja mega gut, ey. Schaut mal, einfach zusammen mit dem Geistermotorrad. Der Ben ist mit dem Geistermotorrad einfach unterwegs. Junge, Junge, Junge. Und zusammen mit den Eltern, mit Mama Spooky und Papa Spooky. Let's go. Einfach, oh Gott, oh nein, ich darf nur keine Fall bauen. Die Geisterfamilie ist einfach unterwegs. Let's go. So, fahren wir mal rüber. Oh nein, suchen wir mal nach diesem geheimnisvollen Friedhof. Da soll anscheinend dieser Geisteranker rumliegen, den die Familie verloren hat. Okay, ich hoffe, dass wir den wieder zurückbringen können und so ein gemeinsames, tollen Familienausflug machen können. Oh, ich freue mich drauf. Richtig cool. Oh Mann, mittlerweile ist es ziemlich gruselig geworden. Schaut mal, der Nebel hat zugezogen. Oh, ich sehe kaum noch die Hand vor Augen. Beziehungsweise ich sehe mich, ich bin ja komplett unsichtbar eigentlich. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, oh Mama Spooky, Papa Spooky, ich glaube, die wissen auch nicht mehr, wo lang wir müssen. Ich glaube, wir haben uns hier verlaufen in diesem dichten Nebel. Die Geisterfamilie hat sich einfach verlaufen. Oh nein. Verflogen, würde ich eher sagen. So, okay. Ich glaube, oh nein, hört ihr die Eulen? Oh, oh. Ich weiß nur nicht, wo befindet sich dieser gruselige Friedhof, wo wir hin müssen, ey. Oh, das ist ja richtig abgefahren. Oh, Spooky. Was hast du gesagt, Spooky? Mein Motorrad kann was? Es kann, hat eine geheime Funktion. Okay, ich probiere es mal aus. Anscheinend hilft mir das beim Dings. Beim weiter vorankommen. Ich drück mal, okay, den geheimen Knopf. Oh, was ist jetzt passiert? Es hat kurz klapp gemacht. Oh mein Gott, Spooky. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann mit dem Geistermotorrad kann ich einfach fliegen. Oha, oha, wie cool ist das denn? Oh mein Gott, ich kann einfach fliegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja das Coolste überhaupt. Guckt euch das mal an. Oh, damit können wir zusammen losfliegen. Oh, damit hält uns nichts mehr auf. Let's go, Geisterfamilie. Damit fliegen wir. Oh, im Turbo-Modus. Wir fliegen. Uhu. Damit fliegen wir auf jeden Fall schon richtig schnell zum Friedhof. Beziehungsweise damit finden wir ihn schnell. Let's go. Oh, Alter, der dichte Nebel. Oh, ich sehe kaum was. Alter, der Nebel ist so krass. Oh, die Geisterfamilie kommt direkt hinterher. Uhu. Alter, das geht ja richtig krass ab mit dem Fliegen. Wow, da muss ich ja richtig... Wow. Ich muss ja, oha, ich kann einfach... Ich kann durch die Materie durchfliegen, weil ich glaube, ich ein Geist bin. Oh mein Gott. Ich kann einfach durch alles durchfliegen. Oh, das ist ja so cool, ein Geist zu sein. Wusste ich gar nicht, wie cool es einfach sein kann. Wow, ich kann einfach durch alle Gebäude durch. Wie cool ist das denn? Als Geist lebt man ja richtig krass. Boah, hätte ich das nur früher gewusst, Spooky. Mensch. Du hast ein richtig cooles Leben. So, ab in den Berg rein. Wuhu! Alter, ist ja mega gut, ey. So, wir sind schon eine ganze Weile unterwegs mit der Geisterfamilie. Und ich glaube, wir haben den geheimen Friedhof, glaube ich, erreicht. Oha, oha. Oh mein Gott, das sieht nach einem Friedhof aus. Okay, da wären wir also. Ich parke mal ganz vorsichtig das Motorrad hier direkt daneben. Nicht vergessen, Spooky, dass ich hier das geparkt habe. So, liebe Geistfamilie. Oh mein Gott, guck mal, da sind ja die Gräber. Oh nein, schaut mal. Das sind die Gräber von der Geisterfamilie. Die sind hier gestorben. Ach, so sind sie entstanden. Oh je, Spooky. Hier liegt also dein kleines Grab. Und das sind die zwei Gräber der Eltern. Oh, ich verstehe.
und Mama Spooky und Papa Spooky sind hier die Gräber. Oh je, okay, ich verstehe. Leider kann man da nichts machen, aber zumindest seid ihr jetzt Geister geworden, immerhin etwas. So, und ihr habt gesagt, hier drin irgendwo findet sich also euer Familienartefakt, quasi dieser Geisteranker. Okay, dann schauen wir mal danach und gucken wir mal, ob wir den irgendwie retten können, beziehungsweise den hier finden. So, diese geheime Höhle hier, okay. Dann lasst uns mal hier drin schauen, okay. Sehr gruselig, aber ich glaube, da haben wir irgendwas, oder? Schaut mal, oha, hier muss man quasi so mit der Zipline hier rüber düsen. Oh mein Gott, schaut mal, da befindet sich also der Anker. Das ist euer Familienartefakt. Okay, ich verstehe. Das müssen wir also holen und dann seid ihr auf jeden Fall happy, okay, wenn es zu Hause ist. Verstehe. Okay, Spooky, dann würde ich sagen, auf geht's, das ist unsere Chance. So, auf geht's, schnappen wir uns hier die Zipline und hoffen wir mal, dass wir es hinbekommen. Let's go! Okay, okay, okay. Und Absprung. Wow, nein! Aua! Das ging daneben. Okay, Spooky, dann probieren wir es nochmal. So, das ist gar nicht so leicht hier, den richtigen Moment abzuwischen. Und let's go. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, wir haben es geschafft, Spooky. Oh, oh, beim zweiten Mal. Oh, oh, nein! Oh, nur nicht fallen lassen. Oh mein Gott, Hilfe! Oh, oh, Alter. Dieser Geisteranker. Oh, zum Glück wiegt er nichts, ey. Zum Glück ist es ein Geisteranker. Sonst wäre der ja brutal schwer. So, ich glaube, deine Family ist auf jeden Fall glücklich. So, ich glaube, ihr müsst mir helfen, Freunde. Oh, what? 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 Ich kann fliegen. Oh mein Gott. Ihr habt mir Geisterkräfte verliehen. Oh mein Gott, vielen Dank. Oh, damit können wir es auf jeden Fall schaffen. Oh, das hätte ich nur früher gebraucht. Oh, Vorsicht. Oh, das Fliegen, das ist echt ein bisschen tricky. Oh nein, lieber wieder absetzen. Oh, Junge, oh, Junge. Okay, wir haben den Geisteranker. Wie cool ist das denn? Oh, Freunde, okay. Oh, was für ein Abenteuer. Oh, ich sag's euch. Okay, okay. Ja, damit müssen wir auf jeden Fall wieder schnell zurück. Oh nein, oh nein, oh nein. Mit diesem Geisteranker. Oh Gott, wo habe ich nur mein Motorrad geparkt? Oh, ich finde es einfach nicht mehr. Oh, Freunde. Wie soll ich damit wieder nach Hause kommen? Beziehungsweise, wie kommen wir wieder zurück nach Hause? Oh nee, das heißt, wir müssen laufen. Nee. Ah, stimmt ja. Oh mein Gott, das habe ich voll vergessen, Freunde. Ich kann hier jetzt irgendwie fliegen. Ich bin einfach ein erwachsener Geist geworden. Damit kann ich jetzt fliegen. Okay, dann fliegen wir. Wahoo! Dann fliegen wir damit nach Hause. Let's go, Spooky. Alter. Alter. Wir fliegen. Oh mein Gott. Wir fliegen einfach. Wir fliegen mit der Geisterfamilie. Alter. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, wir fliegen einfach. Oh, Spooky, schau mal. Oh, wie cool ist es, einfach ein Geist zu sein. Ich kann fliegen. Oh mein Gott, ich glaube, ich bleibe für immer ein Geist einfach. Oh, das ist ja mal so cool. Oh, ein Geist zu sein, ich glaube, das ist einfach mit das Beste, was man überhaupt machen kann. Oh Junge, wer hätte gedacht, dass ich jemals so etwas noch erleben werde. So, ich würde sagen, dann Abfahrt und volle Kraft voraus nach Hause. Let's go. Woohoo. Oh mein Gott, da werden wir schon angeflogen. Oh, das geht ja so schnell, wenn man fliegen kann. Schaut mal. Wow, Alter, ist das cool, wenn man fliegen kann. Oh, als Geist lebt man wirklich ein Traumleben, muss ich sagen. So, Landung, let's go. Oh, guck mal. Oh, Geistfamilie. So, wo soll ich euch den Anker hinsetzen? Hier am besten wahrscheinlich, oder? Oh, vielleicht sogar hier als Zeichen. Das ist ja euer Wahrzeichen. Oh mein Gott. Das sollte auf jeden Fall nicht untergehen. Wie wär's, wenn wir das als Hauswappen quasi vor die Eingangstür platzieren, ja? Tada! Oh, schaut mal, wie cool es aussieht. Das ist nur das Hauswappen von der Geisterfamilie. So, damit auch jeder immer Bescheid weiß, hier wohnt die Familie Spooky. Oh, wie cool ist das denn? Oh, das gefällt mir richtig toll. Oh, Junge, oh, Junge, oh, Junge. Das ist doch mal ein cooles, cooles Zeichen hier. Oh, das haben wir richtig, glaube ich, gut gemacht. Wir als Geisterfamilie. Oh, Junge, das war ja mega gut, ey. Falls ihr weitere Abenteuer sehen wollt, schaut doch mal hier dieses Video an. Da geht es um Polizei- und Verbrechergeschichten hier in Wobby Live. Oh, die sind so spannend. Das müsst ihr euch auf jeden Fall auch anschauen. Oh, Junge, das war tierisch Spaß gemacht. Viel Spaß beim Anschauen, Leute. Gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns in der nächsten Wobby Live Story. Viel Spaß noch. Und ich bleibe hier bei der Geisterfamilie so lange. Tschüss, viel Spaß beim Anschauen. Let's go.